Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, und zwar heute ein Unboxing-Video. Ja, ich packe etwas aus, was mir nach ein paar Umwegen über die Verzollung aus China zugestellt wurde. Und zwar dieses hübsche Paket, das noch sehr unscheinbar aussieht, und das erledige ich mit diesem Unboxing-Messer. Ich habe eins und ich weiß damit umzugehen. Und zwar nach dem Intro. Also keine große Geschichte draus machen, einfach mal das Paket aufschneiden. Ah, zack. Und dann holen wir aus diesem schönen Paket eine noch viel schönere Verpackung raus, nämlich den Fiutech AK4500 Gimbal, den Kameragimbal, das Flaggschiff der Firma Fiutech. Ich würde sagen, der direkte Wettbewerber zum Juin Crane 3 Lab. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Weile darauf gewartet. Den gibt es jetzt gerade brandaktuell. Der ist wirklich super, super neu draußen. Deswegen habe ich auch ein paar Wochen warten müssen, bevor man mir den schicken konnte. Disclaimer: Das Video ist nicht von Fiotech gesponsert, aber der Gimbal wurde mir zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür an Fiotech. Und ich bin sehr gespannt, den packe ich heute aus und ein ausführliches Review wird es so in, sagen wir mal, ungefähr 1 bis 1,5 oder 2 Wochen geben, wenn ich den entsprechend getestet habe. Heute also nur ein Unboxing. Schauen wir mal, was da so drin steckt. Ganz normale Verpackung, Standard irgendwie, würde ich sagen. Und heraus kommt so ein Koffer. Das ist mittlerweile auch Standard. Ich glaube, das haben eigentlich alle Gimbal-Hersteller mittlerweile diese, ja, Styropor-Koffer. Mein Crane 2 kam noch in einer wirklichen Box, also im Sinne von einem wirklichen Koffer. Das fand ich persönlich sehr schick. Ja, aber die Dinger sind auch okay, damit kann man leben. Was ist noch in der Verpackung? Da ist noch so ein Brief, da sind so Garantiekarte und so eine Bedienungsanleitung, die hier komplett auf Chinesisch ist, was ich sehr witzig finde, aber liegt vielleicht daran, dass das noch ja, kein offizielles Marktprodukt zum Zeitpunkt des Versands war. Wie auch immer, brauchen wir nicht. Aber noch sehr interessant ist, in der Box ist das Accessory Kit. Und dieses Accessory Kit besteht aus einem Griff, einem speziellen Griff, den man auch als Fernsteuerung nehmen kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Diese Fernsteuerung nennt sich Hyperlink und damit kann man tatsächlich drahtlos, also nur durch Gesten, den Gimbal fernsteuern. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das schauen wir uns an. Außerdem ist da drin noch ein Follow-Focus-Set, womit ich jedes Objektiv quasi ja, fokussieren kann über den Gimbal, wenn man manuell fokussiert. Und das finde ich auch ziemlich praktisch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Schauen wir es uns mal an. So, jetzt machen wir erstmal die Klappe auf und schauen uns an, was in dem Gimbal drin ist. In dem Koffer natürlich. Ja, in dem Koffer ist schon mal, wie man schön sehen kann, ne, alles ordentlich verpackt, wie sich das gehört. Da ist schon mal drin natürlich der Gimbal itself und oh, das ist Schmeichelkunststoff. Also das ist ein Schmeichelgriff. Das ist ein ganz, ja, es ist moosgummiartiges, ganz, das macht richtig Spaß. Ganz tolles Gefühl, also ganz tolles Material, das man hier so anfassen kann. Und ja, wenn man sieht, der ist verriegelt, der hat Verriegelungen aller Achsen, die kann man dann natürlich lösen und kann die natürlich auch wieder entsprechend reinmachen und dann wackelt der nicht rum. Und das ist ein Riesenvorteil, schon mal ganz spontan Riesenvorteil gegenüber meinem relativ alten Crane 2. Da hat mich das immer ein bisschen genervt, wenn du ihn transportieren willst, dann schlabbert alles rum und das ist nervig. Soll auch beim Stabilisieren enorm helfen, habe ich mir sagen lassen oder habe ich gesehen. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Sehen wir heute nicht, wie gesagt, ist ja nur ein Unboxing, aber das ist schon mal vielversprechend. So, also wir haben hier den Gimbal. Dann haben wir hier in der Box natürlich ein Ladegerät für die vier, wie heißen die Dinger wieder? 18650 Akkus. Das sind die gleichen, die auch im M50 Batteriegriff drin sind. Das sind die gleichen, die auch im
Juin Crane 2 drin. Ich glaube, das sind so Standard-Akkus. Also mittlerweile haben sie sich echt etabliert, weil die sind günstig und haben gut Power. Und ja, das finde ich super, dass hier mit Standards gearbeitet wird. Dann ist hier drin natürlich die Schnellwechselplatte oder sollte ich sagen Schnellwechselplatten im Plural, weil sehr schlau gemacht. Es hat nämlich zwei Schnellwechselplatten. Eine, die man auf dem Gimbal montiert, eine, die man an der Kamera montiert. Und so kann man die Kamera immer sehr schnell abnehmen und auch wieder sehr schnell drauf machen, ohne neu balancieren zu müssen. Das finde ich sehr smart. Ja, was haben wir noch im Paket? Natürlich haben wir, das ist heute aber auch Standard, einen Tripod, einen Standfuß, ein Dreibein, dass man unten an den Gimbal dran montieren kann, damit man ihn hinstellen kann. Finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, ist mittlerweile eigentlich ziemlich Standard. So wie eben auch diese Styroporkoffer zum Standard geworden sind. Dann, und das finde ich auch ganz gut, einen Extension Pole. Super, dass ich so schön Deutsch rede, ne? Ein Verlängerungsstab sozusagen, der wiegt fast nichts. Der ist aus Kohlefaser und den kann man zusätzlich als Verlängerung an den Gimbal schrauben und hat damit ja eine Verlängerung, wozu so eine Verlängerung eben gut ist, ne? Das ist tatsächlich gut, wenn man sehr so Kranfahrten machen will. Also sieht man jetzt nicht klar. Zeige ich euch alles im Review. Also coole Sache, kann man bestimmt auch ganz brauchbar nutzen oder ganz gut gebrauchen. So, dann haben wir hier noch drin ein, keine Ahnung, irgendein Teil mit einer Schraube, das man hin und her schieben kann. Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist, aber doch, ich glaube, das ist für den Follow-Fokus. Bin ich gespannt drauf. Wir werden sehen. Und das hier ist nochmal so eine Objektivhalterung, die habe ich bisher bei meinem alten Gimbal auch nie gebraucht. Dann gibt es hier haufenweise Kabel für alle möglichen Kameras und so, die man da anschließen kann. Das Ding unterstützt ja alle möglichen Kameramarken, Canon, Nikon, Sony, was weiß ich was. Und das ist ganz cool. Da kann man die Kamera drüber steuern. Der hat übrigens einen Touch-Display. Der muss super gut sein. Habe ich, wie gesagt, natürlich noch nicht ausprobiert. Aber in diversen Videos viel Gutes darüber gesehen oder gelesen, beziehungsweise, nein, gehört. Da bin ich auch extrem gespannt drauf, weil Display vom Crane 2 und von allen anderen Gimbals, die ich bisher gesehen habe, das ist schon eine gute Sache. Aber ein Touch-Display, womit man alle Funktionen des Gimbals am Gimbal direkt steuern kann, ohne den Umweg über eine App, das ist schon ziemlich cool. So, was ist im Accessory Kit drin? Das habe ich ja schon quasi sprachlich erwähnt. Das packen wir auch mal aus. Dazu tun wir den Gimbal vielleicht mal weg. Klappe zu. So. Das packen wir auch mal aus. Da ist wieder so eine lustige chinesische Bedienungsanleitung drin. Brauchen wir nicht. Und da ist das magische Teil, nennt sich eben Hyperlink und hat auch so einen Schmeichelgriff. Ah, ist das schön. Ah, toll. Damit kann man zwei Dinge tun, scheinbar. Und zwar zum einen dient das als zusätzlicher Griff, um dann später den Gimbal quasi so von oben zu greifen, um tiefe Kamerafahrten zu machen. Sehr geile Sache. Ja, und hier ein Steuerrad, so ein Drei-Wege-Knöpfchen, Joystick-artig, diverse andere Knöpfe, von denen ich noch natürlich nicht weiß, wozu sie gut sind, aber wir werden sehen. Und das Ding dient gleichzeitig eben als kabellose Fernbedienung. Das heißt, man kann durch Gesten die Kamera auf dem Gimbal steuern. Und das ist mega abgefahren, finde ich. Wird man bestimmt nicht dauernd nutzen, aber es gibt Situationen, wo man das brauchen kann. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, Schönchen. Das ist wohl, genau, das ist wohl irgendwie diese Verlängerung oder dieses Teil, wo dann dieser Griff dran montiert wird. Wie auch immer, wir werden uns das alles im großen Review genauer anschauen. Und hier ist übrigens alles ganz anständig verpackt. Und das hier ist, das kleine Ding hier ist die Follow-Fokus-Einheit. Das betreibt dann später, dieses Zahnrad hier, das betreibt später den Follow-Fokus. Also damit kann man den Fokus manuell über den Gimbal steuern. Sehr schöne Sache, finde ich. Also, was haben wir hier noch drin? Ach so, genau. Da sind auch noch mal, was haben wir denn da? Ja, Schraubenzieher, Imbusschraubenzieher und Kabel für den Follow-Fokus. Ja, und das Follow-Fokus-Band, das man am Objektiv festmacht, damit jedes Objektiv über den Follow-Fokus gesteuert werden kann, was
bestimmt eine gute Sache ist. Gut, so viel dazu. Damit ist für heute fürs Unboxing alles gesagt, alles gezeigt. Und ich werde ihn jetzt auspacken, werde ihn zusammenbauen, werde ihn übers Wochenende und nächste Woche ausgiebig testen. Und dann gibt es das große Review und da bin ich sehr gespannt. Ich werde mit Sicherheit die eine oder andere Parallele zu meinem geliebten Jiun Crane 2 ziehen, weil das ist ein super Gimbal, gar keine Frage. Der verspricht nochmal um einiges mehr. Klar, ist ja auch das neuere Produkt. Preise, Nutzlast und sonstige technische Dinge gibt es alles dann auch im großen Review. Für heute war es das. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und ach, vergesst nicht, kommentiert mal, ob ihr Gimbals benutzt. Ob das für euch interessant ist, was ich hier mache. Also diese Unboxing-Geschichten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, zweimal Daumen runterklicken, kommentieren, abonnieren, wohlfühlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.